Hallo Freunde chinesischer Smartphone-Kunst, ich grüße euch. Xiaomi hat heute Morgen das Product Launch Event abgehalten. Geht ziemlich lang, gibt es einen Livestream. Also, naja, der ist jetzt nicht mehr live, der ist einfach nur noch gestreamt. Über Twitter hat Xiaomi ebenfalls einige Informationen kommuniziert. Das ist so aufregend. Naja, war es zumindest. Ich habe die Informationen ja schon, ihr wahrscheinlich noch nicht. Und deshalb gehen wir auch sofort rüber zum Twitter-Account. Da hat nämlich Xiaomi einiges an seine 1,34 Millionen Follower kommuniziert. Erstmal das Event, war natürlich eine riesen Lightning-Show gewesen. Genau, das 5G-Product-Launch-Event. Also es geht hier offensichtlich auch um 5G und es geht im Großen und Ganzen um vier Produkte. Nämlich, ja, einen neuen Fernseher. Mi Full Screen TV Pro, würde für uns wahrscheinlich weniger interessant sein. Dann das Mi 9 Pro 5G. Ich denke mal, worauf man hier hinaus will, das dürfte klar sein. MIUI 11 wird veröffentlicht. Sehr gespannt. Der große Knüller im Event ist natürlich das Mi Mix Alpha. Es ist praktisch das Mi Mix 4. Ich hatte ja das Mi Mix 1, 2 und 3 schon vorgestellt. Bei dem Mi Mix Alpha werde ich mich wahrscheinlich... Also es ist noch 11:30, da brauche ich noch Kaffee. Das Mi Mix Alpha, das werde ich... Also weiß ich nicht, ob ich das vorstellen werde. Weil mein Kanal ist ja recht klein. Ich werde darauf angewiesen sein, dass mir das jemand zur Verfügung stellt. Warum? Preislich. Dazu kommen wir später. Wir steigen gleich mit den interessanten Sachen ein. Das Mi 9 Pro 5G. Da wurde ja einiges schon kommuniziert. Preis hatte ich auch schon. Das habe ich hier als Screenshots. Ach, im Übrigen, ich hätte es fast vergessen. Also ich hatte gleich zwei Zuschauer, die mich heute Morgen mit Informationen bombardiert haben. Also danke an André und Mike Maverick, die mir das halt haben zukommen lassen. Also 4.299 Yuan, bzw. 4.300, soll dann die Version... Also 550,52 € für die Version mit 12 GB Arbeitsspeicher und 512 GB Festspeicher. Das ist doch eine Ansage. Und dann hätten wir noch 3000... Nee, es gibt vier Versionen. Es gibt noch 12256, 8256 und 828. Wir nehmen mal die kleinste. Jetzt alles umzurechnen, das ist mir jetzt auch zu blöd. Deshalb nehmen wir die speicherstärkste Version, die speicherschwächste. Hier 8 GB Arbeitsspeicher, 128 GB Festspeicher. Da sind wir bei 473 €. Ich muss aber sagen, bei 80 € Unterschied, keine Ahnung. Ich glaube, da kann man sich auch gleich den Vollausbau geben. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch ernsthaft fragen, was will man mit 12 GB Arbeitsspeicher? Was möchte man mit einem halben Terabyte Festspeicher? Aber egal, bei 550 €, naja, da fällt einem die Wahl zur höchsten Speicherausbaustufe natürlich ein bisschen leichter. Als beispielsweise irgendein Obsthersteller, der bei den höchsten Speicherausbaustufen geradezu absurde Preise verlangt. Und wir machen mal weiter. 5G ist ja klar, wird halt unterstützt. Das bringt uns in Deutschland natürlich hier noch nicht viel. Es gibt eine neue Flüssigkühlung. Ich würde ja Wasserkühlung sagen. Ja, dann würde ja Wasserkühlung stehen, nicht Liquid Cooling. Also es ist wahrscheinlich... Also entweder ist es Wasser oder irgendeine Chemikalie. Ist eigentlich auch egal. Soll jetzt halt den Prozessor nochmal um 10,2 Grad... Ist ja ziemlich genau. Was für mich dann auch so ein bisschen immer noch ein Rätsel ist, immer bei dieser, diesen verschiedenen Kühltechnologie mit Heatpipe, mit Wasser oder mit irgendeiner anderen Flüssigkeit, die dann im Kreis läuft. Die Wärmeübertragung vom SoC weg aufs Gehäuse ist natürlich wichtig, aber sie kann ja vom Gehäuse immer noch nicht weg, ist ja nicht aktiv gekühlt. Und deshalb weiß ich immer nicht, ob das dann wirklich alles so auf Dauer tatsächlich... 10 Grad wäre eigentlich schon ziemlich heftig. Aber trotzdem müsste man ja technisch gesehen den Temperaturstau, den Wärmestau im Gehäuse ja nicht verhindern können. Aber gut, ich schweife jetzt gerade ein bisschen ab. Auf jeden Fall super Liquid Cooling Technology. Natürlich der 855 Plus. Mehr geht ja nicht, zumindest nicht von Qualcomm. So, bietet ja nun wirklich dermaßen viel Leistung, muss man sagen. Also das ist eigentlich schon völlig overpowered. Danach kommt ja eigentlich nur noch 4K-Videobearbeitung oder man bearbeitet riesige Bilder oder spielt die neuesten Games. Wirklich die allerneuesten. Ja, weil selbst der 845er, da läuft eigentlich auch schon alles, so viel ich weiß. Oder man emuliert beispielsweise Windows 2. Triple Fast Charge. Ah ja, genau. Triple Fast Charge, 40 Watt wired. Also kurz gesagt, über ein Ladegerät mit Kabel. So, 40 Watt, das ist schon echt heftig. Also die Geräte, die ich so vorstelle, die auch schon so... Also bei 10 Watt sprechen ja schon manche von Fast Charge, finde ich aber nicht. Das ist 5 Volt, 2 Ampere. Alles drüber. Was ist denn da so Standard? 15 bis 20 Watt, ja. Und hier kommt einfach mal Xiaomi mit 40 Watt um die Ecke. Wir dürfen hier mal den Anschaffungspreis nicht vergessen. 30 Watt Wireless Fast Charging. Ich habe gerade gesagt, ja, bei Wired, also kabelgebunden, haben wir so bei Fast Charge 15, 20 Watt, so bei den ganzen, was weiß ich, was, Qbot und Yumi so um die Ecke bringen. Und dann kommt dann Xiaomi einfach mit 30 Watt Kabel los. Und Reverse Charging 10 Watt. Kurz gesagt, wir können auf die Rückseite dann ein Telefon drauflegen oder irgendwas, was eben kabelloses Laden unterstützt. Gibt es ja heute beispielsweise auch kabellose Kopfhörer, so Earbuds, wo dann das Case kabellos geladen werden kann.
legt man auf die Rückseite drauf. Das Ding hat ja 4000 mAh, wenn ich mich nicht... genau, das steht nicht hier. Würde mich auf den Arm nehmen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Akku 4000 mAh stark ist. Und da kann man sich auch mal Reverse Charging schon mal gönnen, weil es ist natürlich völlig sinnlos, wenn der Akku eh zu klein ist. 6,39 Zoll Samsung AMOLED, In-Screen, Fingerabdruckscanner, ja gut, das dürfte klar sein. Dann eben MIUI 11, ja, der, also die customisierte Oberfläche, die auf Android basiert, für diejenigen, die es nicht wissen, in der 11. Version. Ich finde es super, das ist aber letztendlich irgendwo immer Ansichtssache. Dream White, Titanium Black, okay, schwarz und weiß, wie man das jetzt nennt, egal, schwarz und weiß, Punkt, zwei Farben, bisschen langweilig, aber Grundausstattung. 48 Megapixel Kamera, ja, die wird dann, denke ich mal, auch wieder dann im DxO-Benchmark recht hoch ranken. 48 Megapixel, das ist die Hauptkamera von Sony, gibt es ja noch eine Tele und noch eine Weitwinkel oder Ultra-Weitwinkel. Super. Und dann haben wir noch NFC ist am Start, GPS natürlich auch. Xiaomi AI Assistant, der ist glaube ich nur Chinesisch und Englisch, das heißt, da bringt uns wahrscheinlich gar nichts. Damit haben wir im Groben und Ganzen das durch, also es ist halt eine verbesserte Version. Ich denke mal, gerade im asiatischen Raum ist natürlich dann eben die 5G-Variante sehr interessant. Südkorea ist glaube ich bereits komplett mit 5G ausgestattet, Taiwan weiß nicht, wie alt die sind. China, denke ich mal, wird der Ausbau auch schon vonstatten gehen. Mit Sicherheit wesentlich schneller als hier in Deutschland. Und deshalb ist im asiatischen Raum natürlich 5G jetzt recht beliebt. Hier demzufolge eigentlich nicht, nicht wahr? Im Gegenteil. Also ich denke mal, in Deutschland wird das Ganze dann traditionell chaotisch ablaufen, sodass wir zum Schluss noch schlechteren Empfang in Deutschland haben, noch mehr weiße Stellen als vorher. Ja, weil wir ja da so organisiert sind. Wunderbar. Was hatten wir noch? Ja, wir hatten noch den Fernseher. Ja, finde ich jetzt auch persönlich nicht so interessant. Beschäftige ich mich weniger mit Fernsehern auf meinem Kanal. Und wir kommen mal gleich zum Knüller. Ah, das Mi Mix Alpha. Man sieht es ja hier eigentlich schon. 180% Displayfläche. Das ist ja, wir reden ja bisher immer so bei, also wir reden von Verhältnis zwischen Gehäuse und dem Display. Also wie viel das Display die vordere Seite vom Gehäuse einnimmt. Und da ist jetzt natürlich diese Aussage 180% und sagt, ja, das Display kann ja nicht größer sein als das Gehäuse. Ja, bisher war das natürlich nur das Verhältnis gesetzt zur vorderen Seite, aber das Alpha, das kommt mit einem, naja, Curve-Display, ist ja noch völlig untertrieben. Das Display geht ja um das Gerät herum. Wir haben immer noch oben und unten, das sieht man ja hier, hat man immer noch Gehäuse. Aber der Punkt ist, das Display geht drumherum und eigentlich wickelt es das Gerät fast ein mit Display. Man braucht allerdings immer noch, natürlich irgendwo muss die Kamera natürlich noch sein. Schön. Ja, eine Frontkamera vermisst man hier. Es wurde ja schon vermutet, dass die vielleicht unter dem Display sein wird, aber braucht man ja gar nicht. Wir haben hier auf der Rückseite Display, das heißt, wenn man ein Selfie machen will, man dreht einfach das Telefon um. Nicht wahr? So einfach ist das. Da braucht mir keiner jetzt zu sagen, ja, das ist ja so ein Aufwand, das ist irgendwie komisch, umständlich. Nein, es ist einfach eine sehr praktische Lösung. Einmal das Telefon umdrehen. Man hat ja überall ohnehin Display. Da sieht man sich selber natürlich dann hier auf einem etwas schmaleren Display auf der Rückseite. Und man kann dann mit der Hauptkamera ein Selfie schießen. Normalerweise kommt ja die Frontkamera nie an die Hauptkamera ran. Macht ja auch irgendwo Sinn. Die nutzt man nur für Selfies, die Hauptkamera für alles andere. So, nun kann man aber die Hauptkamera auch für Selfies nutzen. Spart sich die Kamera auf der vorderen Seite. Ich würde jetzt sagen, dass das Ganze preislich dem Gerät zugutekommt. Dem ist aber nicht der Fall. Dazu kommen wir gleich noch. Man hat immer die hochwertigsten Selfies. Umdrehen, Knips, fertig. Ja, ich weiß, das sieht so ein bisschen aus, als könnte man das noch auseinanderklappen oder so. Aber nein, es ist kein Foldable. Es ist einfach eine Innovation von Xiaomi. Ein Gerät, was es so bisher nicht gab. Das ist bei der Mi Mix-Serie ja eigentlich Tradition. Das Mi Mix 1 damals war ein Gerät, was es so einfach mal nicht gab. Viele fanden das vielleicht ein bisschen eigenartig, dieses Tri-Bezel-less Design. Man war immer gewöhnt, dass ein Gerät normal halt oben und unten einen Rahmen hat. Aber das war da nicht der Fall gewesen. Oben, links, rechts, kaum noch Rahmen, unten das große Kinn. Und das ist jetzt auch wieder ein neues, wegweisendes Design. Ob sich durchsetzt, weiß ich nicht. Denn dafür wird eins Voraussetzung sein, dass die Geräte, also dass die Displays in der Massenproduktion billiger werden. Warum? 20.000 Yuan. 20.000 Yuan. Soll ich das noch in Rupien umrechnen oder in Real? Nein, machen wir natürlich nicht. Wir rechnen es in Euro rum. Rund 2.600 Teuronen soll das Alpha kosten. Und das ist eine echte Ansage. Damit werden die meisten Leute sich das Gerät nicht leisten können. Und das ist schade. Versteht mich nicht falsch. Das Mi 9 Pro ist der Hammer. Aber das Alpha, das ist natürlich wegweisend vom Design her. Absolut. Surround Display. 180,6% Screen to Body Ratio. 2,15 mm Narrow Bezels. Top and Bottom. Ah ja, da haben wir gleich noch den Rahmen oben und unten. 2,15 mm Top and Bottom. Also offensichtlich geometrisch. Oben und unten gleich. Symmetrisch in dem Falle. Display. Display Acoustic Technology. Ah ja, genau. Stimmt. Gar nicht gesehen. Der Lautsprecher muss offensichtlich dann irgendwo drunter sein.
Und ist auch geil, hier in der Pfalz ist dann ein Akkuladezustand, ein paar Statussymbole untergebracht. Super sexy, also wirklich, das Design ist einfach wegweisend. Bisher war ja, und das kam ja auch von Xiaomi, eben dieses Allscreen-Design. Das fand ich damals, schon bevor es rauskam, war meine Zukunftsvision von einem Smartphone, was einfach auf der vorderen Seite nur noch Display ist. Aber ein Smartphone, was einfach komplett nur noch Display ist, ja, bis auf diesen Streifen hier, das ist der Hammer und übersteigt ja sogar meine Vorstellungen, wie ein Smartphone in Zukunft halt auszusehen hat. 108 Megapixel Kamera haben die da reingebelzt. So, ob man das natürlich dann, also die 108 Megapixel wird man nicht brauchen. Ganz ehrlich, das ist völliger Blödsinn. 12.032 × 9.024 Pixel. Full HD, das ist 1920 × 1080. 1920 × 1080, die kommen mit 12.000 × 9.000 um die Ecke. Dann geht es nur noch um die Schärfe, nur noch um die Klarheit, aber in dieser Auflösungsstufe wird das niemand brauchen und auch niemand wird sich so ein riesiges Bild ausdrucken. Ja. Außer man will vielleicht Werbung auf einer Straßenbahn machen. Zweimal optischer Zoom, 12 Megapixel Tele, Videostabilisation ist klar, 20 Megapixel ultraweit. Neben der 108 Megapixel Laserfokus. Offensichtlich ist der Rahmen aus Titanium. Aha, und der Streifen hinten ist es Keramik Backstrip. Super geil. Hier haben wir noch ein paar technische Sachen. Ja, natürlich auch der 855 Plus. Wie gesagt, Qualcomm hat bisher noch nichts Leistungsstärkeres auf den Markt gebracht. Ist aber auch, ich kann es nur noch erwähnen, völliger Blödsinn. Man erwartet natürlich von aktuellen Geräten, dass sie immer noch stärkere Technik drin verbaut haben als eben die Vorgängergeräte. Aber irgendwann, finde ich, wird es mit Zeit Blödsinn, wenn man nicht mehr in der Lage wäre, 830er auszulasten. Warum dann 855er Plus? Also Leistung ohne Ende. Absolut 5G wird natürlich auch unterstützt. 12 GB Arbeitsspeicher auch hier. Das ist total der Hammer. Das ist viel zu viel. Halber Geek. Quatsch. Halber Terabyte Festspeicher. 4050 mAh ist der Akku stark und wir haben auch hier 40 Watt Charging. 40 Watt, 4000 mAh, das wurde auch angegeben. 4000 mAh, das war hier noch für das Mi 9 Pro 5G in 48 Minuten voll. Hier sind das 4050, bei dem Alpha, also haben wir da wahrscheinlich 50 Minuten, ist das Ding von 0 auf 100 mit 40 Watt. Ob das der Lebensdauer vom Akku abträglich ist oder nicht, das sei mal noch dahingestellt. Und hier das Ganze mal noch ein Bewegtbild. Das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Top-Qualität 720p. Das wurde jetzt gerade erst gestreamt. Ist hier direkt vom Xiaomi-Kanal. Also, das wurde gestreamt. Ihr seht, das Event ist ja schon abgeschlossen. Und hier 2 Stunden und 42. Am Anfang quatscht er halt so ein bisschen über den Fernseher. Die steigen auch leicht ein. Und natürlich erst ganz zum Schluss kommt das Alpha. Und das zeigt er dann auch mal direkt. Bam, Junge. Und die Rückseite. In your face. Super geil. Zieht euch das rein. Macht einen recht kompakten. Ich meine, viel Gehäuse hat man ja nicht mehr. Aber der Preis 20.000 Yuan, für diejenigen, die zu faul sind, das bei Google umzurechnen, rund 2.500 Euro. Das dürfte sich nicht viele leisten können, sage ich euch so, wie es ist. Zumal man ja nicht vergessen darf, erstmal Hülle ist hier nicht viel. Ich weiß nicht, wie man für dieses Gerät eine Hülle designen soll. Nee, das, keine Ahnung. Und deshalb stellt sich natürlich die Frage, also ich glaube, dieses Telefon würde ich nicht in meine Hosentasche zusammen mit dem Schlüssel packen. Ich meine, das wird natürlich schon alles schon so konstruiert sein, wenn man 2.500 Euro ausgibt, dass es auch möglichst verschleißarm ist, nicht so schnell zerkratzt. Aber trotzdem wäre das mal noch interessant zu wissen, inwiefern sich das dann, man will ja so ein Telefon eine Weile behalten, wie das dann nach 3 Jahren Nutzung aussieht, ob es dann so völlig zerscratched ist. Ja, man kann sich natürlich Displayschutzfolien, ich denke mal, die werden doch allerlei auf den Markt kommen, kann man sich dann ständig draufkleben. Aber naja, wisst Bescheid, natürlich dürfte das auch anfälliger sein. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn man das Teil auf den Boden toffelt, inwiefern das dann halt in seinem Einzelteile zersplittert. Soll ich es nochmal zeigen? Yeah, zieht euch rein. Supergeil. Nur noch Display. Das ist wirklich Zukunftstechnologie. Ich finde es nur schade, dass das Gerät 2.500 Euro kostet. Das ist so unglaublich teuer. Also nicht nur, weil man sich das ja erstmal leisten können muss, sondern auch, ich würde es selbst persönlich nicht einsehen. Ich renne nicht mit 2.500 Euro Telefon rum. Das ist einfach Blödsinn. So Geld kann auch sinnvoller investiert werden als in ein Telefon. Auch wenn es zukunftsweisend ist. Genießen wir das noch ein bisschen, trinken Kaffee. Ja, wie gesagt, die Specs, was an Technik drin verbaut ist, ist natürlich High-End. Der Typ freut sich übelst. Kein Wunder. Wenn man so einen Teil der Welt vorstellen kann. Ja. Und dann erinnern wir uns nochmal an das Apple-Event, dass das iPhone 11 vorgestellt wurde. Beziehungsweise das Pro, Pro Max. Xiaomi kommt eine Woche später mit so einem Teil um die Ecke.
Klar, 2.500 ist sogar für Apple-Verhältnisse natürlich eine Ansage. Ja, die geben jetzt 1.6 hoch, aber da bekommt man eben ein ganz normales Telefon, groß und ganz normal designt. Es hebt sich nichts groß ab von anderen Geräten. Es ist nicht zukunftsweisend. Es hat nichts Zukunftsweisendes an sich. Es wurde einfach nur Nuancen zum Vorgängermodell verbessert. Ich hatte schon mal darüber gesprochen. Und man muss sich inzwischen aber auch wirklich, ich weiß nicht, jetzt können wir unterstellen, dass ich einfach nur ein Xiaomi-Fanboy bin, aber bitte, wenn man die beiden Events miteinander vergleicht. Ich meine, 5G, ganz ehrlich, aus meiner Sicht braucht man das nicht. Sei mal dahingestellt, der Punkt ist, Xiaomi kommt damit um die Ecke. Finde ich auch von der praktischen Seite her, finde ich das geil. Das Mi Alpha, Mi Mix Alpha. Oh, ich würde mir das so gern reinziehen. Ich hoffe ja, dass Train Chen Chen das mit reinnimmt. Ich glaube, die werden das jetzt auch listen. Und dass die mir dann mal eins ausleihen. Da darf ich natürlich dann keinen Kratzer reinmachen. So ein Kratzer kostet dann gleich mal 200, 300 Euro, nicht wahr? Also ich werde auf jeden Fall irgendwie versuchen, ich glaube, ich werde sogar Xiaomi anschreiben und darum betteln, dass die mir eins zur Verfügung stellen, wenn es, wie gesagt, käuflich erwerbbar ist. Ich kann mir das nicht leisten. Also das ist viel zu teuer für meinen kleinen Kanal. Ich werde alle Shops anschreiben, die das reinnehmen und werde sagen, hier, wie sieht's aus, können wir eins leihen. Geht natürlich nur, wenn die das irgendwie in Deutschland auch Lager haben. Oh, hier sieht man das Ganze nochmal. Ja, links, das sind Tasten. Virtuelle Tasten. Ja, logisch, man hat ja nun keine mechanischen Tasten mehr. Die müssen ja nun ersetzt werden. Und sind jetzt eben kapazitiv. Das ist, wie gesagt, das ist für mich die Zukunft. So, hier sieht man nochmal, wie das umgesetzt ist. Ja, auf der Rückseite hat man jetzt halt die Kamera. Ja, es ist natürlich dann ein bisschen schmaler, ist ja klar. Schön curved. Geht ja, das Bild geht ja komplett rum. Und jetzt sind natürlich auch ganz andere Animationen möglich. Ja, zieht euch das mal rein. Benachrichtigungsanimationen sind ja nun kein Problem. Und hier Ladeanimation. Total geil. Ja, das, da ist alles, ist dann wirklich ein Schauspiel. Egal, ob man eine Benachrichtigung bekommt, egal, ob man das Gerät auflädt oder einfach nur anschaltet und... Oder natürlich auch Spiele und Games und dass seitlich dann halt Elemente eingeblendet werden können, ja, die man halt bedienen kann. Super geil. Ist jetzt alles, ist ja nun kapazitiv möglich bei so einem Gerät, was nur noch aus Display besteht. Schön, das soll es gewesen sein. Also Mi Mix Alpha auf jeden Fall total wegweisend. Xiaomi für mich jetzt eigentlich das innovative Unternehmen überhaupt. Ich muss schnell sagen, schon so ein Konzept-Phone, was man kaufen kann. Wem das alles zu viel ist, wer das nicht braucht, Mi 9 Pro 5G. 550 Euro für die größte Speicherausbaustufe mit High-End-Specs. Und damit hat Xiaomi auf jeden Fall nicht enttäuscht. Einmal ein sehr innovatives Produkt, auf der anderen Seite aber ein sehr günstiges High-End-Produkt. So hat jeder was. Und das ist einfach, was ich von den Technologieunternehmen erwarte. Es ist echt schwer, das muss ich ja zugeben, zu den jetzigen Zeiten. Es ist echt schwer, noch irgendwie Innovationen rauszubringen, weil das Smartphone selber beinahe ausentwickelt ist. Hier das LG K50 beispielsweise. Das ist günstig, das ist lokal hier erwerbbar. Das bringt eigentlich auch schon alles mit, was man braucht. Also ihr wisst ja, wie ich denke. Ich würde mehr als 100 bis 400 Euro ist das, was ich für ein Telefon ausgebe. Das, was ich selber benutzen würde. Wo ich sage, alles drüber, das ist dann eigentlich schon eher in Richtung Schnickschnack und Spielerei. Aber erotischer Schnickschnack in Bezug auf das Mi Mix Alpha. Und wer es eben braucht, wer sagt, für meine Arbeit beispielsweise, ich muss High-End haben, Mi 9 Pro 5G. Hat man einfach mal alles. Man muss keine 1.000 Euro ausgeben. Absolut nicht. Das ist aus meiner Sicht, ist es dann einfach nur noch Geld aus dem Fenster werfen. Schön. Ich verlinke euch alle möglichen Quellen unten in der Videobeschreibung, also den Twitter-Account von Xiaomi. Da findet ihr das Ganze auch schriftlich. Natürlich auch das Video direkt von Xiaomi. Da findet ihr das Ganze nochmal in Bild und Ton. Ton leider sehr schlecht. Aber zumindest seht ihr dann alles im Bewegtbild. Schön. Moschus.de, im Übrigen, wer die Seite nicht kennt, heute neuen Artikel veröffentlicht. In Zusammenarbeit mit RG. Wunderbare Sache. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dahin.